Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Wie immer pünktlich um 0 Uhr, Freunde. Und zwar beginnen wir heute mit einem ganz besonderen Song. Wovon ich jetzt nichts mitbekommen hatte, dass der rauskommen soll, Freunde. Denn wir haben hier einfach ein Feature von Unique und Katja, ja. Auf jeden Fall eine sehr interessante Kombo, denke ich mal. Ich finde es auch cool, dass langsam irgendwie die weiblichen Künstlerinnen, also es gibt keine männlichen Künstlerinnen, aber auf jeden Fall die Künstlerinnen auch mal Features machen. Denn das kam irgendwie nicht so häufig vor. Also es gibt ja teilweise welche, die hatten gar keine Features. Katja hatte das mit Flair letztens mal irgendwann auch noch eins und so, aber kam jetzt nicht so häufig vor. Und Unique ist ja insofern auch, würde ich sagen, ein besonderes Feature, denn sie war die erste Rapperin, die ich damals kannte, glaube ich. Ja, also da gab es ja noch nicht so viele in Deutschland. Mittlerweile gibt es zum Glück immer mal wieder ein paar neue und werden immer mehr, was ich persönlich sehr cool finde. Aber Unique war auf jeden Fall damals so die einzige, die es eine Zeit lang gab, ja, wenn ich mich da noch recht erinnern kann. Und dementsprechend bin ich gespannt, Freunde. Ich habe Bock auf den Song. Ich würde sagen, wir labern nicht lange drumherum. Gerne hier an der Stelle ein Like und ein Abo dalassen. Und ich bin gespannt, Freunde. Let's go. Der Song heißt übrigens Bad Bitch. Okay. Ey, ich muss an der Stelle sagen, ne, es ist schon so unfassbar lange her, dass ich von ihr irgendwas gehört habe, ja. Deswegen will ich einmal ganz kurz auf den Kanal schauen. Oh, perfekt, hier die 100k voll. Auf jeden Fall Glückwunsch an der Stelle. Ich habe gesehen auch, dass hier vor 3 Wochen ist es schon wieder her. Okay, krass, Mann. Dass da was rauskam. Ihr seht ja, wobei, okay, das ist jetzt hier auch ein bisschen übertrieben, ne, weil da kenne ich auf jeden Fall einiges, aber ich glaube, da hatte ich gefühlt noch nicht mal diesen YouTube-Kanal hier, als ich die Sachen angehört habe. Aber ich habe das früher immer sehr gefeiert von ihr und auch in der Playlist noch einige Songs von ihr drin. Dann irgendwann, keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht mehr viel mitbekommen so von ihr, warum auch immer. Entweder kam nichts raus, ja, hier, man sieht, da war auf jeden Fall irgendwie eine Pause dazwischen oder keine Ahnung, woran es lag, aber auf jeden Fall cooler Einstieg, so cool, die Stimme mal wieder zu hören. Und auch vom Beat her klingt es auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr interessant. Okay, geiler Switch. Also erstmal hier an der Stelle, ne, von Unique auf jeden Fall bis jetzt, sehr cool. Dann Katja, wie sie reinkommt, halt mit einer komplett anderen Stimme. Also eher so eine, wie soll man das beschreiben, so eine süße Stimme, so. Wisst ihr, was ich meine? Aber auf jeden Fall cool, so vom Kontrast her. Ja, ich lebe aus, was ich fühle, nicht traum. Ich bin hier der Boss und ich komm in Topform. Um die 2 Jahre konnte man es nicht droppen. Mach dir keine Sorgen, für dich fick dich alles doppelt. Ja, sie. Ah, okay, also da wird es jetzt so ein bisschen auch nochmal erzählt hier, ja, wie ich schon meinte, irgendwie lange Pause und Katja sagt es hier auch mit nochmal cooler Wechsel hier in dem Part von Katja, auch cool. Aber ich frage mich, warum konnte sie denn um die 2 Jahre lang nicht droppen, also warum? Wahrscheinlich irgendwie wegen Label oder so, könnte ich mir halt vorstellen. Da habe ich das schon häufiger mitbekommen, dass Leute halt auch manchmal sehr lange nicht releasen dürfen. Also oftmals wollen die Künstler releasen, aber dürfen halt nicht. Zum Beispiel bei Shindy, ja, da hatte man das damals auch mal, das Problem gehabt. Und ja, also gibt es auf jeden Fall häufiger. Aber trotzdem, ich schwöre, sowas würde mich persönlich, und das ist natürlich auch bei den ganzen Künstlern so und Künstlerinnen, dass die das halt auch, also, Digga, das würde mich so zu Tode triggern, wenn ich einfach dann nichts rausbringen dürfte. Ist genauso, wie wenn ich einfach keine Videos hochladen dürfte. So für, 1 Jahr, 2 Jahre, keine Ahnung, wie lange auch immer. Das würde mich schon hart abfucken. Mach dir keine Sorgen, für dich fick dich alles doppelt. Ja, sie haben mich alle ausgelacht. Ich hab Patte draus gemacht. Und heute kennen uns alle aus der Stadt. Bitte mach mir nicht auf Frauenpower. Sag mir bitte, wo ihr wart, als du Nick am Boden lag. Ja, ihr habt es so verkackt. Fake Bitches reden von Zusammenhalt. Doch
sobald es sie betrifft, sind sie abgefuckt. Ja, du kennst mich, dieselbe Band. Okay, krass, würde mich interessieren, bei dem, was sie gerade gerappt hat, also Katja jetzt hier, ob das auf irgendjemand bestimmten bezogen war. Ja, ich sehe schon wieder bei anderen Leuten, die hier ähnliche Reaction-Videos hochladen, irgendwelche wilden Theorien in den Titeln. Ja, würde mich interessieren. Oder ob das halt einfach nur so die Line so allgemein auf Leute bezogen war oder halt vielleicht auf eine bestimmte Künstlerin, bei der dieses ganze, ich sag mal, Feminismus-Thema häufiger irgendwie in den Songs thematisiert wird. Ja, könnte auch sein, aber gut, ja, wir wollen jetzt hier auch nicht zu krass denken. So wie damals, also denk nicht, dass du fresh bist. Ich geh dreimal auf die Eins, aber kann nicht rechnen. Alles, was ich weiß, dass die anderen Dreck sind. Boah, ich schwör, mega nice. Ey, die beiden passen sehr krass zusammen. Also habe ich mir von Anfang an schon gedacht, dass der Song cool wird. Aber so krass hätte ich ihn mir wahrscheinlich doch nicht vorgestellt. Kommt safe bei mir in die Playlist. Und das ist auch wieder so ein Ding. Einfach mal eine geile Abwechslung zu vielen anderen Songs. Also später, ich hoffe, das kommt irgendwie noch online. Damit wollte ich eigentlich anfangen. Aber Kollega ist noch nicht online. Das wird noch kommen. Und ja, ansonsten so. Ihr merkt es vielleicht auch an den Videos, es kommt zurzeit nicht so viel online. Einfach, weil es auch nicht so viele Songs gibt, die ich einfach mir anhören möchte. Unbedingt, auf die ich wirklich Bock habe. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der ja dann halt auf einfach auf irgendwas reagiert oder alles Mögliche reagiert, wo ich halt eigentlich dann keine Lust habe, so, weil dann ja kommt halt einfach weniger online. Also tut dem Kanal jetzt nicht unbedingt gut, aber trotzdem so. So werde ich es auch weitermachen und so habe ich es auch eigentlich schon immer gemacht. Deswegen, ja, aber der Song hier, sehr krass, wirklich. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, dass der halt so die große Aufmerksamkeit, also gut, klar, durch Katja schon, wird bestimmt einiges rumkommen. Ich denke, gerade auch so im Streaming wird der Song schon gut gehen. Aber ich denke mal jetzt so trendsmäßig und so, keine Ahnung. Also ich würde es dir komplett gönnen natürlich, ne, weil, wie gesagt, ich feiere den Song, aber keine Ahnung, irgendwie glaube ich nicht, dass viele Leute werden es halt nicht mitbekommen, leider, dass der rauskam. Bitch, immer vorgeladen und so gefährlich. Komme für meinen Hack, sitze an meinem Schreibtisch. 24/7 will gutes Zeugnis. Ist für mich ne Bad Bitch, fucking Bad Bitch. Rede, was du willst, über mich und nerv dich. Ja, ich lebe aus, was sich viele nicht trauen. Ich bin hier der Boss und ich komm in Topform. So oft wurde ich schon bespuckt. Vergiftet, mein Kopf ist kaputt, ja. Für Sex und fürs Ego benutzt, ja. Hab jetzt lass es regnen, hab ja, ich bin ja. Ne Bad Bitch, fucking Bad Bitch. Immer vorgeladen und so gefährlich. Komm auf für mein Herz, sitze an mein Schrein. Ich muss auch sagen, ich finde das Autotune bei beiden sehr cool. Also vor allem bei Unique. Bei Katja fand ich es ab da cooler, wo das so ein bisschen weg war, ne, also die Stimme halt wieder so in Anführungszeichen normaler klang, also halt mehr einfach nach ihrer Stimme. Aber gerade bei Unique so der Sound von der Stimme, sehr cool, Mann, wirklich. Also der Song, wie gesagt, gefällt mir echt gut. Ich kann nicht nochmal liken, aber auf jeden Fall wirklich stabiles Ding. Okay, Freunde, das war's mit dem Song hier. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ja, schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, gucke ich mal, was sonst noch rauskam. Ich habe aber leider jetzt im Voraus auch nicht so viel gefunden, wo ich heute jetzt Lust habe, ein Video zu machen. Kolle hoffe ich, dass irgendwann jetzt dann online kommt. Dann kommt dazu noch ein Video und dann, ja, mal schauen. Ihr könnt aber gerne eure Vorschläge, eure Wünsche gerne kommentieren, Freunde. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.